Servus zusammen und herzlich willkommen zu meiner dritten Diabetes-Story. Warum mir meine frühere Diabetologin Drogenkonsum vorgeworfen hat, erfahrt ihr nach dem Intro. Es ist der 22.06.2019 und ich befinde mich in Karlsruhe. Zu dem Zeitpunkt hat Ed Sheeran eins seiner größten Konzerte oder das größte Konzert bisher gegeben mit der größten Zuschauerzahl. Ich weiß gar nicht, ob der Rekord immer noch steht. Es waren, glaube ich, so an die 100.000 Zuschauer. Das Ganze hat am Hockenheimring stattgefunden und ja, es war eigentlich richtig cool. Wir haben uns richtig gefreut und das Wetter war super. Es war zwar ab und zu leicht regnerisch, aber es war echt alles cool. Und dann hat es eigentlich angefangen, dass ich, also am Freitag sind wir schon in Karlsruhe angekommen, da war unsere kleine Wohnung, Airbnb. Und ja, ich bin die ganze, also es hat angefangen recht früh, als wir angekommen sind, dass ich die ganze Zeit mit dem Zucker gefallen bin. Also ich habe weder Aktivitäten oder sonstiges gehabt und mein Zucker ist die ganze Zeit wirklich gefallen und ich musste die ganze Zeit nachhelfen mit Traubenzucker etc. Am Anfang habe ich mir noch nicht viel dabei gedacht. Allerdings wurde es dann echt extrem. Also ich habe dann wirklich angefangen, Cola zu trinken, also eine richtige Cola. Also um das mal kurz vorwegzunehmen, ich habe an dem Tag Pizza gegessen, Spaghetti, alles, oder beziehungsweise über das komplette Wochenende habe ich wirklich, glaube ich, 3 Pizzen gegessen, habe Spaghetti gegessen, ganz viele Süßigkeiten, Cola getrunken und das Beste an allem, ich habe nicht gespritzt. Also ich habe nicht einmal gespritzt und bin eigentlich die ganze Zeit dann in Unterzucker gefallen. Und ja, das war schon echt krass. Also es ist wirklich es war wie eine Kurve, die ganze Zeit gefallen ist, die ich dann wieder auffangen musste und wieder gefallen ist und ich wieder auffangen musste. Ich habe, glaube ich, Kohlenhydrate zu mir genommen. Im Normalfall müsste ich da eigentlich ins Krankenhaus eingeliefert werden und würde wahrscheinlich im Koma liegen. Kalorien will ich gar nicht nachrechnen, das sind wahrscheinlich irgendwie so viel Kalorien gewesen, wie ich normalerweise in 4 Wochen zu mir nehme. Jedenfalls war das echt richtig, richtig krass und ich habe dann auch, also es kam dann, ich muss dazu sagen, als wir beim Ed Sheeran Konzert am Hockenheimring waren, das war ein bisschen organisatorisch dumm, es war nicht ganz gut aufgebaut und man musste dann erstmal so gefühlt also ich glaube laut meiner Apple Watch damals waren es so 1,8 Kilometer, die man in Schneckenform beim Hockenheimring bis zur Bühne in der Mitte gehen musste, also das habe ich auch so seltener erlebt. Und ja, also die muss ich schon auch dazu rechnen, dass ich da eben auch viel spazieren gegangen bin. Allerdings, was ich Cola getrunken habe, was ich Apfelsaft oder Säfte allgemein getrunken habe, was ich gegessen habe an Süßigkeiten und nichts gespritzt, kein Langzeitinsulin, kein Kurzzeitinsulin, es ist echt Wahnsinn. Und meine maximalste Spitze an den 3 Tagen war 141. Und ich habe natürlich auch Blutdruck gemessen die ganze Zeit. Ich habe mit dem Freestyle Libre verglichen. Es waren einfach Werte des Grauens. Also es war wirklich krass, also eigentlich eher cool, aber es ist wirklich die ganze Zeit gefallen und es war mega anstrengend, so viel auch essen zu müssen und so viel zu trinken. Und ich war auch einmal kurz davor, wirklich den Krankenwagen zu rufen. Ich hatte so circa 15 Mal das Gefühl, in Unterzucker zu fallen. Es war einfach Wahnsinn und ich kann mir auch bis heute nicht erklären, was das Ganze war. Also ich habe mich teilweise schon geheilt gefühlt, sage ich mal, aber ganz so cool war es leider nicht, weil ich eben immer wieder die Symptome vom Unterzucker hatte und halt wirklich auch das gefährlich war. Und nach dem Ed Sheeran Konzert ist dann auf dem Parkplatz, war dann auch ein ziemlicher Tumult und das war eben auch, also auch auf der Parkplatzebene war organisatorisch einfach alles richtig schlecht, muss man einfach so ganz ehrlich sagen. Und wir haben dann im Auto geschlafen. Ich glaube, wir waren um 1 im Auto. Ich habe bis 5 geschlafen, 4 Stunden. Dann war aber die Parkplatzsituation immer noch nicht recht viel besser. Und dann habe ich nochmal 2 Stunden bis 7 geschlafen und dann konnten wir erst fahren. Also nur mal, um euch zu erklären, wie krass schlecht eigentlich die Organisation war. Und da bin ich dann auch um 4 aufgewacht und war schon wieder im Unterzucker und habe mir dann 5 oder 6 Blättchen Traubenzucker reingefressen, sage ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es genau waren. Ist doch ein bisschen zu lange her. Und ich bin dann, als ich dann 2 Stunden später um 7 aufgewacht bin, war ich irgendwie bei 110 oder so. Also ich konnte echt die Welt nicht glauben. Es war richtig krass. Naja, ich kann mir, wie gesagt, das Ganze bis heute nicht erklären. Ich bin eine Woche später zu meinem Arzt gegangen, zu meinem Diabetologen. Und jetzt kommt eigentlich das Witzige an der Story.
Also zum einen wusste mein Diabetologe keinen Rat, also der hat auch keine Ahnung gehabt, was es gewesen sein könnte. Wir vermuten, dass eventuell doch irgendwie ein Virus oder sonstiges, der das Ganze verursacht hat, war. Also mir fällt auch echt nichts Besseres ein. Und ja, und dann war ich bei meiner Diabetesberaterin. Und meine Diabetesberaterin war dann die allerschärfste. Die hatte dann gemeint, ich war auf einem Konzert. Und was macht man auf einem Konzert laut ihrer Meinung? Drogen konsumieren. Habe ich ihr gesagt, hallo, ich habe keine Drogen konsumiert. Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen. Also das Schlimmste, was ich gemacht habe, ist Saufen und Rauchen. Da bin ich auch ganz ehrlich, aber weitergegangen bin ich noch nie. Und das fand ich dann ziemlich krass. Und auch als ich dann mehrfach zu ihr gesagt habe, ich habe wirklich nichts genommen. Ich habe hier gerade wirklich ein Problem, wo ich die ganze Zeit in Unterzucker gefallen bin. Es war richtig anstrengend, mich die ganze Zeit irgendwie oben zu halten. Und ich hätte da gerne wirklich Hilfe gehabt und gewusst, was es sein hätte können. Ja, dann hat sie wieder gesagt, ich habe Drogen konsumiert. Dann habe ich gesagt, nein, habe ich nicht und ich möchte mir das nicht bieten lassen. Dann hat sie gezwinkert und gesagt, wir brauchen da ja jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wir wissen ja beide, dass sie was genommen haben. Ich bin aufgestanden. 2 Stunden später hatte ich einen neuen Diabetologen. Und seitdem bin ich eigentlich recht glücklich bei einem neuen Diabetologen. Und die haben mir Gott sei Dank, das waren auch die ersten, die mir wirklich alles geglaubt haben. Weil ich habe schon echt viele Stories auch, die andere, also das merke ich jetzt auch über den Social Media Bereich, da dürft ihr mich übrigens gerne mal besuchen auf Dia für Tobi, auf Insta zum Beispiel oder auf Facebook findet ihr mich auch. Und da habe ich auch schon einen gewissen Austausch auch mit anderen Typ 1 Diabetikern gehabt. Wir haben da echt mittlerweile eine coole, ja ich sag mal, Gemeinde oder so. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll, so eine schöne Gemeinschaft. Und ja, es ist echt krass. Also da sind ein paar Stories von mir dabei, die andere so noch nicht erlebt haben und sich auch gedacht, boah, ich habe jetzt seit 20 Jahren Diabetes, das habe ich ja noch nie so gehört und so. Und ich sag mal so, zu 90% ist alles gleich, aber es gibt immer wieder Sachen, die ganz merkwürdig sind, wie eben diese 3 Tage, die ich mir bis heute nicht erklären kann. Und es war eigentlich ziemlich krass. Auf der anderen Seite, ich konnte den ganzen Tag Pizza essen, Süßigkeiten und Cola trinken, ohne irgendwas spritzen zu müssen. Hatte schon auch mal was richtig Cooles. Aber naja, das war jetzt eigentlich so meine dritte Story. Ich weiß bis heute nicht, was es hätte sein können. Wenn euch irgendwas einfällt, wenn ihr irgendwie auch schon mal sowas Ähnliches erlebt habt und da schon mal eine Lösung oder einen Grund dafür gefunden habt, dann dürft ihr mir das gerne mal kommentieren oder mir auch schreiben. Ich würde mich echt riesig freuen, wenn ich da mal irgendwie eine Idee hätte, was es hätte sein können. Bisher ist es eben nur der eventuelle Virus, der vorhanden war. Aber ja, ansonsten, ich verabschiede mich nun aus meiner dritten Story. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und auch ehrlicherweise kommentiert. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Tobi.